Und damit herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt mal nicht die Standardbegrüßung genommen zu Far Cry 4. Nach dem etwas holprigen Start, ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt. Ich muss ja erst wieder reinkommen, also es tut mir wirklich leid mit dem Kommentieren und so. Und ich habe jetzt auch mal die Gameplay-Lautstärke ein bisschen lauter gemacht, weil die war schon extrem leise. Ich hoffe, ihr hört jetzt ein bisschen besser. So, wir gehen erstmal kurz die Karte ab, bevor wir uns dann an die Mission schmeißen. Ja, komm. Was will er denn jetzt? Ich blick gerade. Hier ist doch irgendwo. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Ah, okay, das ist. Ah, alles klar. Das ist also der Shop. Okay, gut. Aber der hat das. Irgendwas Blaues, was ist das denn? Die Anführer des Goldenen. Noch rein. Wie ein zweiköpfiger Mann ziehen. So. Dann haben wir schon mal noch einen Waffenschrank auf. Oder ist es hier meine Hood? Ist das meine Hood? Ich glaube, das ist meine Hood. So, was haben wir denn hier alles? Okay, ja gut, Bett interessiert mich jetzt gerade nicht. Alles klar, dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Ich würde mal sagen, machen wir einfach auch direkt in der Mission weiter, damit wir natürlich auch mal vorankommen. Und gehen da mal rein in den Laden. Oh, was ist denn hier los? Und schalt das scheiß Radio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. So, alles klar. Kann ich. Also die Tür ist jetzt für mich nicht mehr zugänglich. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Alles klar. Gibt es hier denn noch irgendwie Sachen, die man. Hier sehe ich eine Pflanze. Ich nehme an, das ist diese hier. So. Okay, da sieht es mir jetzt eher nicht mehr nach großartigen Sachen aus. Und wo ist der Turm? Der ist da drüben. Das ist unser Ziel. Okay. Ja, dann nehmen wir einfach mal die Seilrutsche, würde ich sagen. Ne? So wie wir es jetzt eigentlich schon tun. So, wer steht da unten? Ach, das ist doch so ein Händler, oder? Oh, fuck, das war ein bisschen zu früh. Du bist mir auch so ein Fuzzi. Hallo. Ja, okay. Ja, natürlich. Ja, ich würde sagen, okay, ich muss mal ganz kurz. Also, das ist jetzt jede Folge so. Fahrzeugsteuerung, okay. Mhm. Beschleunigen, bremsen. Okay. Hä? Ach so. Okay, gut, ja. Alles klar. So, wir heizen jetzt hier mal den Berg hoch. Oh Gott, hallo? Okay, ganz langsam, Kollege, ganz langsam. Aufpassen. So. Nein, ach du Scheiße. Ah, hier, halt, Pflanze. Ich hoffe, du rollst mir jetzt nicht rückwärts wieder weg. Sehr schön. Handbremse ist angelegt. So, dann steigen wir auch direkt wieder auf. Und... Fahrhilfe, kein Signal. Was ist. Kletterhaken. Wo ist er denn? Ach, da unten, okay. Dann. Ja, machen wir das so. Ja, so, komm. Ja, den Rest schaffst du auch allein. So, ist jetzt hier Kletterhaken-Action, oder wie darf ich das verstehen? Ich wollte gerade sagen, das werden wir ohne leider nicht schaffen. Ja, das... Boah, hallo? Ich wollte schon sagen, das ist aber kurz dezent knapp. Wer liegt hier? Und den, ich wollte gerade sagen, den wird man doch wohl noch durchsuchen können. Was ist das hier für eine Waffe? Nee, die will ich nicht. Die will ich beim besten Willen nicht. So, jetzt machen wir da. Genau, da oben machen wir jetzt wieder einen Kletterhaken fest. So.
Ja. Ja. Das ist nicht so der an. Ja, scheiße. Ich wollte. Ah, okay, okay. Gut. Das war jetzt nicht so geplant, aber okay. Aber da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. So. Ich will mich nur vergewissern, dass hier keine Gegner sind. Weil. Ich weiß ja nie. Außerdem. Wobei, da sieht mir doch so aus, als ob hier Gegner sind. Oder. Da sind doch Leute. Wir hatten gerade geschossen. Oh. So, der ist umgebracht. So, zack, du bist auch. Und tschüss. Jetzt durchsuchen wir die gleich. Wer labert denn da die ganze Zeit? Mein Gott. So, das machen wir auch noch weg. Ja, ja, komm, ey. Laber mich hier nicht von der Seite voll. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch in die Hood. Was ist denn? Hä? Ja, jetzt bringst du mir die Info, wenn ich schon drin bin. Oh, sehr geil. Ja, Fähigkeiten, die gucke ich mir sofort an. Aber ich möchte erstmal hier hoch und das Gelaber ausstellen. So, ich muss jetzt wahrscheinlich hier rüber. So, zack, zack, zack. Da hoch. So. Ah, ja, komm. Beheben wir das Problem so. So, zack. Direkt den nächsten genommen. Müssen wir gleich nur die Schatztruhen da suchen. Weil ich sehe da ja noch irgendwo, dass da was rumfährt. Erstmal die Leiter hier hoch, genau. Mein Gott, jetzt halt doch mal deinen Mund da mit deinem Propagandagelaber, ey. Ja, mach's doch kaputt, bitte. Danke, mein Gott. So. Was wird... Ach du Scheiße, ey. Was geht denn jetzt ab? Eine Farm, alles klar. Ach Gottes Willen. Haus des alten Isha... Nee, Isaha. Isaha war das. Kyras Zuflucht. Okay, gut. Das sind die neuen Orte, die wir jetzt freigeschaltet haben. Was gibt's denn jetzt hier alles zu sehen? Okay, da bin ich. Da ist eine Beutekiste, Kyras Zuflucht. Also das sind jetzt die Orte, die wir gerade freigeschalten haben, wie ich das eben schon erwähnt hatte. Okay, wir haben jetzt Fähigkeiten 2. Wir gehen einfach mal kurz rein und gucken, was dort so gibt. Ich möchte... Gute Kondition. Das ist ein zusätzliches Gesundheitsfeld, damit du... Damit hast du insgesamt 3. Ja, das würde ich auf jeden Fall schon mal machen. Das kann eigentlich nicht schaden. So, gibt es noch irgendwas, was ich mit einem bewegliches Ziel ziele und schießen mit einer Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst? Ich denke, das ist jetzt erstmal nicht so nützlich. Tod von unten brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Nee, dann würde ich sagen, bevor wir es jetzt Nashornhaut durch Explosion... Du bist erfahren genug, doppelt so viele Blätter von einer Pflanze zu sammeln, die du aberntest. Ja, wobei, das können wir auch noch machen. Das war ja schon in Far Cry 3 sehr, sehr hilfreich. Mission beendet. Das sieht echt relativ geil aus. Also da muss ich ja Ubisoft mal wieder richtig loben. So, jetzt haben wir hier noch 2 Schatztruhen. Mein Gott, ey, das ist echt... Also die Bewegung, die ist noch ein bisschen... Die holpert noch ein wenig. So, wir müssen uns jetzt auch demnächst mal... hier um Waffengut und so Zeug kümmern. So, jetzt fährt da aber immer noch irgendwo was rum. Wo bin ich denn hochgekommen? Ich bin doch hier hochgekommen, oder? Ja, so. So, jetzt suche ich das alles nochmal spezifisch ab. Da habe ich doch gerade schon was gesehen. Hier.
So, zack, die nächste. Wie voll? Nein! Scheiße. AJ, hier ist Sabal. Ja. Ich bin gerade beschäftigt, Kollege. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Ja, das ist alles gut und schön. Das freut mich auch wirklich für dich. Ich habe jetzt gerade nur das Problem, dass ich hier gerne meine Kiste finden würde. Und ich wirklich ums Verrecken nicht weiß. Boah, das war schon wieder so ein Todessprung. Wo die ist. Wo ist denn die Kiste? Hä? Bin ich wirklich so blind? Bin ich wirklich so blind und sehe die nicht? Das geht alles kaputt. Ah, cool, das kann man alles kaputt machen. Geil. Das ist ja richtig lustig. Was ist hier? Da ist nichts. Hä? Aber jetzt mal ohne Witz, die muss doch hier irgendwo rumfahren. Was ist hier? Da ist nix. Da ist auch nichts. Also, keine Ahnung, wo die jetzt wirklich rumfährt. Was schwirrt denn hier draußen? Das ist ein, ach so, ein Bienennest. Okay. Das öffne ich jetzt natürlich mal nicht. Aber irgendwie das Gefühl, das reicht nicht. Haben wir hier eventuell noch die Option? Haben wir nicht. Was ist denn da hinten? Ist das so eine Mini-Mission? Dieses komische Fallschirmgedöns da. Hey, ich kletter jetzt garantiert nicht nochmal hoch. Ich gucke eben gerade auf die Uhr. Und ich möchte eigentlich den Part heute natürlich etwas kürzer halten, weil gestern war natürlich schon extrem lange. Aber Freunde, es sieht schon geil aus, oder? Es sieht schon geil aus. Was mich viel mehr interessieren würde. Ah ne, das war. Hier muss ich rein, genau. Fähigkeitenherstellung. Und zwar, ich würde mal gerne einen Waffengut herstellen. Und dazu brauche ich dreimal das Tibet-Wolfsfell. So. Jetzt gehen wir mal. Ah, nicht dahin. Mein Gott. Das dauert noch eine Weile, bis ich das drin habe. So, Rothund. Erfinde und erlege die Tiere in diesem Gebiet. Bla bla bla. Wie kann man denn hier Wegpunkt? Alles klar. So, das ist da hinten. Gibt es hier keinerlei Fahrzeuge. Ist aber auch ärgerlich. Was ist denn hier? Ich habe das Gefühl, das endet nicht gut, wenn ich das probiere. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Kurz heilen. Ach du Scheiße. Ja. Wie kommen wir da drunter? Na, hier vielleicht. Nein, nein, Scheiße. Oh, na gut. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Mir geht's gut. Danke. So. Jetzt gehen wir da erstmal die Hunde erlegen. Oh, oh, oh. Tapir ist eigentlich. Ist das Tapir? Das müsste ein Tapir sein. Oder? Ach, Scheiße! Nein! Ja, da Fuck. Genieß einfach die frische Luft. Ja, komm. Nein! Ach, Kacke! Ja, da hätte ich vielleicht vorher mal mitdenken sollen. Hoffen wir, dass unser Feind gut gegessen hat. Ja. So, wir können doch jetzt bestimmt schon mal eine Schnellreise anwenden, oder? So, jetzt mache ich mir hier erstmal einen Wegpunkt hin. So, dann, weil dann finde ich das wieder. Muss ich ja doppelt machen, genau so. Schnellreise. Ja. Weil wir müssen jetzt erstmal das ganze Zeug verkaufen. Oh, da habe ich also jetzt wirklich mal wieder nicht mitgedacht. Ja, da hätte ich vielleicht im Vorhinein mal drüber nachdenken sollen. So, hier kann ich bestimmt auch so verkaufen, oder? Okay. Aha. Gut. Auswählen. Alle unbenutzbaren Gegenstände verkaufen, bleiben erhalten. Ja. So, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 129.000. Ich weiß leider nicht, was das für eine Währung ist.
Das kann mir vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß. So. Kaufen will ich jetzt eigentlich erstmal nichts. Das war jetzt wirklich bloß, damit wir jetzt da hinten unseren Waffengurt eventuell schon mal pimpen können. Und da will ich doch direkt mal ausprobieren, ob das geht. Wenn ich mir jetzt hier diesen Paraglider... Warum ist der nicht hier? Hallo? Hat denn die Dieter hier weggenommen? Hat der Dieter hier einen Ausflug gemacht und nicht Bescheid gesagt, nicht abgemeldet? Also das muss ich ja wirklich bei den nächsten, beim nächsten Team-Meeting muss ich das zur Ansprache bringen. Kann nicht sein, dass der Dieter hier einfach abhaut und nie gesagt. Also hier wirklich mal kein Props an Dieter. So, jetzt haben wir natürlich den riesen Vorteil. Hier steht direkt eine Karre. Die nehmen wir natürlich auch. Wäre ja dumm, wenn nicht. So, jetzt ist die Frage, ob es sich lohnt, wenn wir irgendwo auch mal absteigen. Also, warte, da ist irgendwo ein Karma-Event, habe ich gerade gesehen. Karma-Event sollen ja nicht so unhilfreich sein. Yeah. Ja, ja, ich bin schon dabei. Wo ist er denn? So. Wo ist der nächste? Wo ist er denn? Achso, schon fertig. Okay. Oh, Kollege, bevor du mir jetzt abhaust. Danke. So. Stand ja gerade im Ernst, alter Porno? Kondom? Was tragen die denn mit sich? Hallo? Hallo? Ich hab jetzt... Nee, auf das Thema möchte ich jetzt wirklich nicht mehr näher eingehen. Oh, was willst du denn jetzt, du? Ehrlich. Mein Gott, ey, da muss man sich wegen dir wieder Spritzen reinjagen, du Mongo. Einen alten... Stand da gerade alter Porno? Im Ernst? Wachsen die Pflanzen eigentlich nach? Das kann doch nicht sein, oder? Ich muss den Kletterhaken wieder benutzen. Weil ich will eigentlich jetzt nur noch diese Wölfe da bekommen. Und dann möchte ich das Let's Play zumindest für heute beenden. So, wie viel Meter sind das denn noch? Komme ich da irgendwie... Nee, komme ich nicht. Oder würde ich sagen... Na gut. Das war jetzt relativ elegant gelöst. Pflanzen und sowas geht natürlich immer mit. Ach so, jetzt habe ich den... Ah nee, warte, der Tapir müsste ja irgendwo noch hier liegen. Normalerweise, oder? Ja, da... Sehr schön. Respekt. Der müsste doch hier irgendwo noch liegen. Den habe ich doch hier umgelegt. Scheiße. Na gut. Kann man nichts machen, ist weg. Gehen wir erstmal... Gehen wir erstmal meinen Wolf suchen. Also die greifen einen ja auch an, soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß leider nur nicht, wo die sich jetzt genau aufhalten. Stand ja bloß irgendwo hier. Ja, die Musik sagt mir eigentlich schon, dass gleich irgendwas passieren wird. Was seid ihr? Ihr seid eine von uns, alles klar. Eine vor allem. Drei oder vier Leute, eine von uns, ja. Dead Logic. Wo sind jetzt die Scheißviecher hier? Das kann doch nicht sein. Hallo. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ich brauche doch mein Fell. Hä? Wo sind denn die Viecher? Ach komm, Freunde, das kannst du jetzt hier echt nicht sein. Hier ist zwar Tapir, aber Tapir bringt mir jetzt gerade nichts. Komm. Nein, wo bist du? Hier. Oh, zack. Nicht mal Munition verschwendet für dich. Hallo. Ich wollte gerade sagen, heute denn doch. Ja, das ist jetzt echt ärgerlich, wenn ich jetzt nicht weiß, wo die sind. Aber die waren noch hier. Ich mach, oh, Karte wollte ich gucken.
So, ich muss in die Richtung, 70 Meter. Wir sind dann weiter, anscheinend weiter unten. So, das wären dann drei. Ich hoffe jetzt nur, dass das... Oh, du bist echt... Du gehst mir auf den Sack, Kollege. Aber richtig. Ja, erstmal heilen, sonst kann er ja hier nichts verrichten. Aber jetzt mal ohne Flachs, ne? Sind das jetzt schon die, die ich wollte? Wo ist denn jetzt... Hä? Wo ist Nummer 3? Ah, hier. Mein Gott, ey. Ich hab's, also mit der Bewegung habe ich noch null raus. So. Was ist los? Was ist los? Warum schießen die auf mich? Was sind das für... Ja, Kollege. So, Kollege. Mein Gott, ey. Ja, erstmal das Wurfmesser aus dem Arm ziehen. So, durchsuchen. Wo ist Kollege Nummer 2? Da ist er. Da chillt er hart im Gras. Und jetzt müssten wir doch theoretisch schon uns einen Waffengurt machen können. Nein! Kacke. Also wir brauchen wirklich Wolf. Ein Wolfsfell. Ja, da wollte ich doch hin. Ja, kacke, jetzt habe ich gedacht, ich könnte jetzt schon ein bisschen was reißen. Na gut, dann würde ich sagen, dann stellen wir zumindest schon mal das her, was wir herstellen können. Ich meine, dann brauchen wir das auch nicht mit Inventar rumschleifen. So, jetzt haben wir das schon mal hergestellt. Immerhin etwas, ja. Okay. Gut, das war jetzt natürlich nicht so planmäßig, wie ich das jetzt eigentlich vorhatte. Was ist denn da unten? Hier ist irgendwo noch so eine rote Pflanze. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Ja, aber wir haben jetzt schon wieder eine gute Länge, würde ich sagen. Hier ist auch noch irgendwo ein Schatz. So, eine grüne Pflanze. Immer gerne gesehen. So, jetzt ist hier irgendwo noch eine Kiste. Kann ich da rein? Nicht? Okay. Wo ist sie denn? Kann ich hier rein? Na doch, da kann ich rein. Moinsens. So, das mach ich mal auf. Was haben wir da drin? 28.000, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, das nehme ich auch noch mit. Noch irgendwas. Was ist das hier? Der goldene Pfad ist der richtige Weg. Ja, wer es durchlesen möchte, pausiert einfach kurz. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mit der Schnellreise wieder nach Hause. Und dann war es das jetzt auch schon für den Part. Wir sind in der Mission wieder... was war das? Was war das? Was ist das? Braucht man das? Das ist ein Affe. Lol. Ah, wieder so ein... Den können wir eigentlich auch mitnehmen. Den Kollegen. Dieser... ich dachte schon, da ist der Adler. So, wenn ich es jetzt noch krieg mit dem Messer. Ah, ich hab's bekommen. Okay. Gut, heute wir das noch und dann ist aber auch Schluss für heute. Wir haben jetzt in der Mission, haben wir wieder einen weiteren Teil abschließen können. Jetzt gehen wir da einfach wieder back in Business. So, Schnellreise, ja. Und konnten immerhin jetzt noch zwei Sachen herstellen, haben die Fähigkeitspunkte verteilt. Und ich denke, 25 Minuten oder was das Let's Play jetzt hat, ist ganz okay. Über eine Bewertung würde ich mich freuen und dann sehen wir uns die Tage wieder beim nächsten Part, bei Part Nummer 3. Bis dahin, haut rein, Schowski und ciao. Tschüssen.